Also wir melden uns jetzt hier live von der Pflanzaktion hier, die ja Frau Ohrers schon heftig angekündigt hat. Es hat uns natürlich sehr interessiert, was will sie denn pflanzen, zumal heute ja auch in der Zeitung gestanden ist, es wird noch nicht verraten, was gepflanzt wird. Also wir haben uns das jetzt mal angeguckt, sieht ja eigentlich schon mal gar nicht schlecht aus. Also wir haben jetzt gedacht, wahrscheinlich wird es ein Staudengarten. Staudengarten ist natürlich nicht schlecht. Man muss noch gucken, was sie so alles noch reinpflanzen. Heißt natürlich, dass das Ganze auch halbhoch wird. Wir hoffen noch, dass das vielleicht in verschiedenen Farben blüht. Also es scheint ein Gedanke dahinter zu sein, ist schon mal nicht schlecht. Aber ich meine, so schön wie das aussieht, so schön wie das hoffentlich dann auch bald wird, muss man einfach sagen, ist natürlich eine absolute Notlösung. Wir haben hier irgendwie verschiedene Beete. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so einen Sinn macht, wie die angeordnet sind. Wir gehen mal darüber, weil da bauen sie gerade nochmal neue Beete. Also ist immer noch alles kahl neben der Teppichstange. Ist natürlich schön, ich möchte jetzt nicht alles schlecht reden, aber ich finde Bäume, richtig große Bäume, die auch alt werden können, die wären mindestens genauso schön und vor allem sie wären auch viel effektiver, weil es ist ja gerade wieder mal ziemlich heiß. Wahrscheinlich ist es gar nicht über 30 Grad, aber einfach, es ist drückend hier. Ja. Also ich bin mal gespannt, ob die Dresdnerinnen und Dresdner das annehmen, ob sie damit zufrieden sind. Mein Fazit ist, man versucht hier eine schiefgegangene Platzgestaltung zu reparieren und eigentlich müssen wir darauf orientieren, dass wir in Zukunft die Plätze gleich richtig gestalten, dass wir richtig alte Bäume schützen und dass wir auch dann neue Bäume pflanzen und die auch groß werden lassen. Bist du drauf? Ja. Ohne, das war was anderes.